warum springe ich da jetzt so krass drauf an, wenn ich da sehe, oh, Auslandsimmobilien, Dubai oder Zypern. Warum will ich das jetzt unbedingt machen? Warum denke ich, das ist jetzt der way to go für mich? Auslandsimmobilien, ist das ein Thema, das man tatsächlich auf die Karte setzen sollte bei sich, vor dem man sich auch hüten sollte? Das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Warum bin ich denn überhaupt nicht zufrieden mit dem, was ich gerade mache? Was ist da eigentlich in meinem Leben wirklich los? Heute die nächste Immolution-Podcast-Folge mit einem spannenden Thema Auslandsimmobilien, Zypern in dem Falle als Beispiel, Shiny Object oder interessantes Projekt oder interessante Immobilien für einen Immobilienmakler in Deutschland. Und ich habe meinen Partner hier dabei, den Wendelin, und der wird mir ein paar coole Fragen stellen. Und schieß doch mal los. Ja, grüß dich. Wieder zurück hier im Podcast. Freut mich immer, wenn ich hier Gast sein darf. Und wir haben heute das Thema Auslandsimmobilien mal auf die Karte gebracht, mal anvisiert, weil, wie ja der ein oder andere Podcast-Hörer auch mitbekommen hat, war ja Unternehmerseminar in Zypern von den Immobilienmaklern, die bei dir im Coaching sind, die den Schritt vom einfachen Makler, der im Tagesgeschäft ist, zum Unternehmer gehen, wo auch viel am Unternehmen gearbeitet wurde. Und da haben wir ja viel gemacht, und da war auch unter anderem ja mit einem der größten, wenn ich mich nicht irre, Bauträger in Zypern, also in Südzypern, in der griechische Teil, von dem wir jetzt reden. Und da gab es ja super, super viele spannende Einblicke. Ne? Die Makler waren ja auch sehr interessiert. Und ich als Außenstehender habe mir dann vor allem auch die Frage gestellt, jetzt nicht als Makler, da ich bin ja kein Immobilienmakler, aber wie ist es denn für die Immobilienmakler da, Auslandsimmobilien, ist das ein Thema, das man tatsächlich auf die Karte setzen sollte bei sich? Oder ist es eher so, du redest oft davon, ein shiny Object, vor dem man sich auch hüten sollte? Sowohl als auch. Mhm. Eine Sache ist immer die Frage, warum will ich etwas machen oder warum beschäftige ich mich mit einer Sache? Häufig ist es tatsächlich so, dass Leute sich mit Dingen beschäftigen oder dann mit Dingen beschäftigen, wenn irgendwas in ihrem eigenen Business nicht wirklich funktioniert, wenn irgendwas nicht rund läuft. Und dadurch wird es natürlich zum Shiny Object in dem Moment, ja, weil ich einfach, es klappt nicht so ganz. Und auch eine Sache, die ich immer wieder feststelle, ist, wenn ich eine Nuss nicht knacke, zum Beispiel Akquise, Einkauf, Verkauf als Immobilienmakler, und ich merke einfach, ich verliere die Lust. Und das ist ja auch eine Eigenschaft oder auch eine Strategie, wenn Dinge im Leben nicht wirklich richtig rundlaufen, nicht funktionieren, dass man die Lust verliert oder abbricht oder sonst irgendwas. Das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Warum bin ich denn überhaupt nicht zufrieden mit dem, was ich gerade mache? Was ist da eigentlich in meinem Leben wirklich los? Und also das Problem sozusagen mal wirklich anzuschauen und zu gucken, was gefällt mir gerade nicht? Vor allem vielleicht dieses Reflektieren, warum springe ich da jetzt so krass drauf an, wenn ich da sehe, oh, Auslandsimmobilien hier, keine Ahnung, Dubai oder Zypern, egal ob Süd- oder Nordzypern, warum will ich das jetzt unbedingt machen? Warum denke ich, das ist jetzt der way to go für mich? Genau, da springt natürlich auch immer so eine Vorstellung an, oder da wird ein Button gedrückt, wie, ist das schon geil, schönes Wetter, coole Immobilien, schöner als in Deutschland, und ich habe keinen Bock mehr auf irgendwelche 0815 Objekte. So, das kann ich auch irgendwo alles nachvollziehen, hilft aber nicht, denn am Ende musst du ja, egal was du machst im Verkauf, du musst Kunden gewinnen, du musst Marketing machen, du musst am Ende des Tages Sales machen, du musst irgendwie verkaufen, weil das Geld regnet ja nicht vom Himmel. Ja, auch wenn es so dann scheint, so shiny, oh geil, Ausland, das will doch jeder, genau. Jeder, der auswandern will, kommt dann zu mir, bla bla. Du wirst mit jedem Thema wieder die gleichen Abläufe, die gleichen Prozesse haben. So, das ist einfach das Ding. Und ich gehe die Dinge etwas, ich gehe sie halt tief an. Ne? Das heißt, ich schaue mir die Dinge an, und das haben wir natürlich auch auf Zypern gemacht, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen uns natürlich für unsere Unternehmer ein tolles Umfeld schaffen. Wir haben eine tolle Villa gemietet. Wir haben coole Themen gehabt. Da werden wir, denke ich mal, vielleicht noch an anderer Stelle drüber reden. Jetzt nicht hier in diesem Podcast. Aber eine Sache war natürlich auch, hey, wie sieht denn Immobilienmakeln oder Immobilienverkauf einem Urlaubsort
eben unter der Sonne Zyperns aus, ja. Und macht das, was macht das? So, und dann habe ich mir natürlich in diesem Zusammenhang auch den Markt mal so ein bisschen angeschaut, weil aktuell, ob jetzt YouTube oder auch auf TikTok zum Beispiel, das Thema Nordzypern ein riesengroßes Thema ist. Ich will das gar nicht im Detail bewerten, sondern ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Und das ist einfach meine persönliche Beobachtung, nicht mehr und nicht weniger. Muss jeder da draußen mitmachen, was er möchte. Meine Beobachtung ist halt, das gesamte Immobilienbusiness ist ungefähr wie Wasser. Wasser fließt nach Möglichkeiten. Na, also Wasser bahnt sich seinen Weg. Schönes Bildnis. Und die Immobilienbranche ist schon ähnlich. Bauträger, Neubau. Hast kein Grundstück, kannst nicht bauen. Brauchst ein Grundstück, wird gebaut. Cooles Beispiel Berlin. Na, in Berlin wurde von innen nach außen gebaut in den letzten 30 Jahren. Mhm. Also wenn man sich das mal genau anschaut. Und da ich die Szene so ein bisschen mitbekommen habe, weil ich auch in Berlin einige Immobilien verkauft habe, weiß ich genau, wie es war. So Berlin-Mitte, dann war der Prenzlauer Berg, dann Friedrichshain, hatte keiner auf der Platte. Irgendwann war es auf der Platte. Warum? Weil auf dem Prenzlauer Berg fast alles durchsaniert worden ist. Also muss man einen neuen Markt finden. So, und so ging das dann immer weiter und dann haben sich unterschiedliche kleinere und vor allen Dingen größere Bauträger natürlich neue Projekte gesucht am Wasser und da und da. Und so wird einfach gebaut. Bauträger, also Neubau, ist wie Wasser, fließt nach Möglichkeiten. Und natürlich müssen dann immer wieder neue Argumente gefunden werden, warum, weshalb, wieso. Und Nordzypern ist natürlich erstens viel kleiner als Südzypern, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, Nordzypern ist nicht in der EU, das darf man nicht vergessen. Ist der Markt, ich stelle es hier als Frage in den Raum, ist der Markt genauso reguliert wie der Südzypernmarkt? Ich komme zu dem Ergebnis, nein, ist er nicht. Also kann ich als deutscher Immobilienmakler oder deutscher Vermittler hier möglicherweise in Probleme oder Schwierigkeiten reinlaufen, die ich in Südzypern zum Beispiel nicht hätte. Gerade auch, das muss man ja sagen, wenn das mal nicht so reibungslos abläuft. Ich meine, auch wenn man hier in Deutschland als Makler Immobilien verkauft, ich muss kein Makler sein, um das zu wissen, das ist ja überall so, gibt es ja Hürden, die sich einem in den Weg stellen. Irgendein Amt stellt sich quer, irgendwas stimmt mit dem Grundstück nicht, vor Ort gibt es irgendwelche Fehler. Und das dann über diese Tausende von Kilometern noch zu klären, wenn das eigene Geschäft hier noch nicht stabil steht, ist ja auch eine Frage, die man sich stellen muss. Genau, da kommen wir gleich zu. Mhm. Was aber in diesem Zuge noch wichtig ist, ich habe viel Bauträgergeschäft gemacht, Aufteilergeschäft, Sanierungsgeschäft gemacht. Und selbst in Deutschland gibt es genügend Bauträger, auch große Bauträger, die einfach keinen coolen Job abliefern, die kein cooles Produkt liefern, also keine Mängel. Und dann musst du die beseitigen. Und du bist ja als Vermittler letztendlich der Letzte, der das Ganze erfährt. Du bist aber derjenige, der den Dreck abkriegt am Ende des Tages, ne, als Vermittler. Und da muss man schon ein bisschen hinschauen. Ist, wie gesagt, meine Beobachtung und natürlich meine Erfahrung aus dem Bauträgergeschäft. So, und da wir selber über viele Jahre in Spanien zum Beispiel Immobilien hatten und auch da gelebt haben, meine Eltern zumindest, kenne ich diesen Markt, ist es im Prinzip dasselbe. Das ist ja überall im Ausland der Fall. Die Standards sind in der Regel nicht wie in Deutschland. Ja? Wenn wir auch Dubai nehmen, Dubai sieht alles schick aus, sieht alles schön aus. Na, du musst halt nur mal gucken, was ist, wenn du mal gegen die Wand läufst, was mit der Wand passiert. Ne? Nur mal so am Rande. Ja? So, also das ist jetzt nur so ein kleiner Spaß. Soll aber jetzt gar keine Abwertung von Dubai sein. Da muss auch jeder das rausfinden, was er cool findet. Wir waren in Zypern, wir haben uns Zypern angeschaut und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns einen Bauträger gesucht, der halt schon viele, wir wollen jetzt nicht ins Detail reingehen, aber der schon viele, viele Jahre auf dem Markt ist. Ja, was man sagen kann, auch sehr große Bauprojekte und das schon über Jahrzehnte ja macht. Also das ist ein Market Maker, ne? Also das ist halt jemand, der schon wirklich da sehr, sehr pfiffig unterwegs ist. Und auch liefern kann. Der liefern, also der ist lange auf dem Markt mit großer Erfahrung. Der kann liefern. Der liefert auch, also der hat auch was zum Vorzeigen, was die Vergangenheit angeht. Das ist ein Bauträger, der hat viele Mitarbeiter. Ja? Da siehst du auch, der hat einen Track Record. Also das ist belegbar, das ist beweisbar. Der hat eine Statistik seiner Production, also seiner Ergebnisse. So, und da ist halt die entscheidende Frage,
will ich überhaupt, wenn ich jetzt aus Deutschland heraus vermittle, will ich überhaupt mich mit diesem ganzen Zeug wirklich am Ende des Tages beschäftigen oder am Anfang einfach wissen oder einmal prüfen, herausfinden, hey, der macht einen coolen Job, alles ist easy und auf den kann ich mich verlassen. Also das ist ein verlässlicher Partner. Was ich möchte, sind verlässliche Partner, die ähnliche, also ähnlich oder am liebsten gleichen Werte wie ich vertrete, die mit einer hohen Qualität liefern, die eine gute Kundenservice, also einen guten Service liefern, eine gute Kundensupport auch haben und am Ende des Tages das Ergebnis so aussieht, wie das, was versprochen ist. Okay? So, das ist ja das, was ich am Ende des Tages will. Im Übrigen sollte ich das als Makler, wenn ich einem Privatverkäufer verspreche, seine Immobilie verkaufe, das natürlich genauso tun, nur mit einem Unterschied, ich habe das Haus nicht selber gebaut. Ich bin Vermittler, ja, also ich bin jemand, der Menschen zusammenbringt und da muss ich auf jeden Fall prüfen. So, das ist ein aus meiner Sicht gravierender Vorteil für zum Beispiel Südzypern, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, bei Südzypern, was ich auch halt wichtig finde, sind die Anflugpunkte. Du hast mehrere Standorte, ob das jetzt Larnaca ist, Limassol ist oder auch Paphos ist. Das ist auch schon mal was. Eine gewisse Größe spielt da einfach eine Rolle, haben wir jetzt gerade schon geklärt. Die rechtliche Seite finde ich sehr, sehr entscheidend und sehr, sehr wichtig, dass ich einfach weiß, hey, das wird sauber eingetragen. Da gibt es saubere, klare Regularien. Dann ist Südzypern natürlich auch in der EU, also der griechische Teil, das ist auch auf jeden Fall ein Vorteil. Okay, jetzt, also ich sage mal so, dieses Tax, dieses Steuerthema ist aus meiner Sicht einfach nur die Kirsche auf der Torte. Das sollte man jetzt auch nicht nur aus diesem Grund heraus machen, weil die Leute, die jetzt zum Beispiel wie Online-Marketer und so Influencer etc. pp., da ist ja gerade auch so diese riesen Dubai-Welle, ne, da finde ich jetzt Südzypern, sorry, auch spannend, weil es sind 3,5 Stunden oder was man darüber fliegt, ne? 3-4 Stunden, ja. Das ist halt auch nicht so wirklich lang. Ne? Gran Canaria ist ähnlich, auch 4 Stunden. Dubai ist dann wieder 6 Stunden. Am Ende des Tages finde ich eigentlich auch alles ganz spannend. Das Ding ist aber, dass der einzelne Makler halt eine Schwierigkeit hat. Dass wenn er schon in seinem Home-Base-Business schon Schwierigkeiten hat und er holt sich jetzt sowas dazu, dann wird es an der Stelle schon wirklich problematisch, weil das Hin- und Herfliegen etc. pp., also du brauchst auch da wieder Prozesse, du brauchst ein vernünftiges System, mit dem du an die Sache rangehst. Und dann kann das durchaus eine spannende Sache sein. Also ich würde das generell das Auslandsgeschäft nur und ausschließlich als eine Art Tippgeber betrachten. Ja, wirklich ein Tippgeber-Business, wo ich sage, hey, wenn ich schon mit einem Kunden in einem Gespräch bin und ich höre einfach raus, der weiß nicht, was er mit seiner Kohle machen soll oder der überlegt generell überhaupt schon im Ausland zu investieren. Und dann, ne, so, wenn ich da so 1-2 Immobilien im Jahr drüber vermittle, dann darf das aber für mich nicht viel Arbeit machen. Das darf kein großer Aufwand sein. So, und dann kann man es irgendwo integrieren ins Geschäft, aber das ist meistens das Problem. Weil die meisten sich natürlich dann so sehr, sagen wir mal, gepitcht werden und dann einfach ihr richtiges Tagesgeschäft sehr, sehr schnell vergessen bei der ganzen Sache. Ja, aber was für mich auch spannend zu beobachten war, ich war ja auch vor Ort in Zypern und auch der Bauträger hat ja, ne, das Ganze auch präsentiert, was für Projekte, wir sind ja zu Immobilien gefahren und so, und das ist ja auch spannend schon war für den einen oder anderen, okay, wie läuft das denn dort ab? Und ich sag mal, da waren jetzt ja auch Makler, die nicht am Anfang stehen, die sind ja schon gefestigter und die können durchaus mit dem Gedanken auch spielen, das zu machen. Und du hast gerade eben gesagt, aber nochmal auf den Punkt gebracht, die Frage, die vielleicht jetzt vielen unter den Nägeln brennt, wann würdest du wirklich hingehen und sagen, ja, das Thema Auslandsimmobilien setze ich auf die Karten? Gibt es da Parameter, an denen das Leute da draußen Makler festmachen können? Also würdest du sagen, ab einer bestimmten Anzahl von Objekten oder wenn dein Business in die und die Richtung läuft, wenn du Mitarbeiter hast, wann würdest du das überhaupt betrachten? Also ich würde das grundsätzlich
nur und ausschließlich dann angehen, wenn ich in der Lage bin, wenn ich wirklich in der Lage bin, zu erkennen, das ist ein reines Tippgebergeschäft, ein reines Tippgebergeschäft, und ich habe einen Kontakt, oder ich habe, ja, einen Kontakt kann man sagen, der vor Ort ist. Ja, aber sobald das losgeht, ja, dass du erhöhten Aufwand hast, dass du irgendwo hinfliegen musst oder sonst irgendwas, dann verteilst, wenn du kein Team hast, wenn du keine Firma hast, im Sinne von Mitarbeitern, und dein Geschäft funktioniert wirklich, dann wird es dich zerlegen, weil dann ist es ein reines Shiny Object. In dem Moment, wo du wirklich sagen kannst, ey, ich habe hier, und wer möchte, kann das ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, und wir haben da eine Lösung oder wir entwickeln da gerade eine Lösung, auch mit unseren coolen Maklern, die schon deutlich weiter sind, also Gemeinsamkeit mit denen. Und da können wir durchaus helfen an der Stelle. Aber es muss, also ich würde es nicht anders machen als ein reines Tippgebermodell. Dann macht es Sinn. Ja, und dann kann man da durchaus was machen. Und aber das muss halt mit Sinn und Verstand passieren. Ja. Richtig. Wenn man, und jetzt kommt wieder eine nächste Sache. Wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte mich erweitern, mein Business steht, dann ist es ja auch im Leben so eine Sache, dass man sagt, ich möchte was Neues kreieren. Ja, ich möchte einfach was Neues erschaffen und will vielleicht mein Geschäft erweitern. So, dann kann das ja die Kapitalanlage sein, dass man sich mehr ins Investmentgeschäft, aber nicht um das eine kaputt zu machen, sondern um das sozusagen zu erweitern und zu verbessern, weil du willst ja, wenn du wachsen willst, musst du ja auch neue Märkte irgendwann erschließen. Verstehst du? Das ist ein auf dem Weg zum Erfolg ist Creation ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, im Übrigen auch um glücklich zu sein im Leben, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Aber du kannst nicht immer das, was du hast, opfern, ja, oder kaputt machen. Man muss ja auch stufenweise betrachten, genau, dass man ja halt wächst. Wie du gesagt hast, Homebase hast du es vorhin genannt, dass ich in meiner Region mich festige und dort mein Marketing mache, dass mich dort jeder kennt, dass mein Business da läuft, ich Mitarbeiter habe und dann sage, okay, der nächste Schritt ist, ich schaue mich jetzt mal um über einen Teich hinaus, was ist da noch los? Ich meine, wenn ich es auf mein Business beziehe als Agentur, ich gucke jetzt auch nicht, dass ich direkt noch die nächste Leistung dann so im Bauchladen werde, wo mich keiner mehr wirklich ernst nimmt, sondern ich will ja für die eine Sache bekannt sein, in der einen Sache gut werden und dann sammle ich auf dem Weg automatisch Erfahrungen, wie ich vielleicht noch im Feld XY oder Z noch besser werden kann und mich da weiter aufstellen kann. Genau so ist das. Ne? Also es gibt viele, viele spannende Dinge, die man als Makler tun kann. Das ist keine Frage. Letztendlich geht es aber darum zu verstehen, ich muss mein Business am Laufen haben, ich muss ordentlich Geld verdienen, ich muss mein System, meine Prozesse am Laufen haben, so, und kann mich nicht permanent mit irgendwelchen neuen Dingen beschäftigen. Warum? Weil Ablenkung ist und bleibt eines der Hauptthemen, die wirkliche Expansion verhindern. So, und da kann es noch so schön sein, da kann es noch so sonnig sein, da kann es noch so warm sein. Das kann einen auch schön aus der Bahn schießen, kann aber auch trotzdem schön Spaß, viel Spaß und sehr, sehr spannend sein, wenn man es eben smart und clever macht oder aber auf der anderen Seite so gute Geschäftskontakte hat wie uns, die einem dann auch bei solchen Dingen helfen und die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu sagen, hey, das macht keinen Sinn oder das macht Sinn, mach es so oder so, unter diesen und diesen Voraussetzungen ist das ein smarter Weg. Aber da macht es schon auch Sinn, eben ja so einen Sparringspartner zu haben, mit dem man sich austauschen kann. Und ich kann das wieder nur auch von mir sagen, ich habe auch genügend Leute für die unterschiedlichsten oder in den unterschiedlichsten Bereichen, mit denen ich mich austauschen kann und die mich auch supporten, die mich auch unterstützen, damit ich am Ende des Tages nicht irgendwelche wirren Entscheidungen treffe. Sehr schön. Weil auch ich brauche mal Hilfe. Ja, also das ist eine ganz einfache Sache. Der Coach braucht auch einen Coach. So ist es also. Ja, einfach Support. Ja. Du brauchst gute Leute, die dich supporten. Und ich würde es gar nicht immer nur mit Coach benennen, sondern einfach Supporter.
Ja, so. Und letztendlich liefere ich ja auch meinen Leuten einen Austausch, egal in welcher Form die jetzt aussieht, ob ich die auf der Payroll habe, indem ich sie bezahle dafür, oder auf der anderen Seite sie einen anderen Nutzen durch die Zusammenarbeit mit mir haben, ist ja völlig wurscht. Mhm. Aber am Ende des Tages ist immer ein Austausch. Ne? Und wenn ich jemanden habe, der mir hilft, ja, dann werde ich um Gottes Willen immer dafür sorgen, dass der sich auch wohlfühlt in meiner Nähe. Ist doch vollkommen klar. Und genauso gilt das natürlich auch für dich und mich zum Beispiel. Ist ja genau das Gleiche. Richtig. Genau. Okay. In diesem Super. Sinne. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich auch nicht. Sehr schön. Perfekt.